MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car. Wieso hatte ich gerade das Grasgeräusch im Klo? Naja, soll mir eigentlich egal sein. Sollte nur nicht zur Gewohnheit werden, sonst haben wir nämlich irgendwo ein Grasleck im Klo. So, ich weiß aber auch nicht, warum ich so extrem müde und dreckig bin. Weil viel getan haben wir definitiv nicht. Hier ist unser ausgeschlachtetes Fahrzeug, unser Satsuma, unsere Hildegard oder Ex-Hildegard. Steht hier in voller Größe. So, vielen herzlichen Dank auch für eure zahlreichen Kommentare. Bedeutet, wir werden die Rallye-Reifen natürlich liegend lagern. Weil stehend bekommen sie ein Ei. Gut, das sind alles Dinge, die ich nicht weiß. Kurz Moment. So, andere Dinge, die ich nicht weiß, sind unter anderem, dass ich vielleicht auch zwischendurch Durst bekomme. Von daher. So, vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die kommentiert haben. Coole Sache. Jetzt bin ich auch erstmal so ein bisschen auf neuesten Stand. Ich meine, dass es natürlich Updates gab, ist mir natürlich bewusst. Aber dass es dann letztendlich so viele verschiedene Updates sind, wusste ich persönlich natürlich auch nicht. Schön. So, wir haben den Anruf leider noch nicht bekommen, dass wir letztendlich loslegen können. Aber ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie weit wir sind. Also wir haben die Rückbank schon demontiert, den Subwoofer, die Subwoofer-Abdeckung natürlich demontiert. Am liebsten würde ich das Handschuhfach noch entfernen, weil letztendlich hat es für uns keinen Sinn, keinen Zweck. Und es ist unbrauchbar für uns. Feuerlöscher ist bereits montiert gewesen, das ist auch gut so. Den Link zum Safe Game habe ich euch in der letzten Folge ja bereits schon in die Videobeschreibung reingepackt. So, wir gehen mal kurz. Entschuldigung, schlafen. Dann sind wir nämlich wenigstens ausgeruht. Also es ist spät abends jetzt, aber das ist auch nicht so tragisch. Ha, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel vor uns. Definitiv. Die Beta installiere ich noch nicht. Ich möchte jetzt erstmal den Stand der Dinge haben, wie er mal war, der Wagen. Und dann können wir uns über die Beta... Was war das? Über die Beta Gedanken machen. Es ist schon fast, als würde man dampfen. Unfassbar. So, es war bestimmt unser Mofa. So, wir hatten eine Aufgabe bekommen, und zwar hier vorne, das heißt hier an der Kreuzung runter. Und ich glaube, ist es Lope? Ja, ne, das dürfte, ja genau, ist Lope. Das erste Haus in Lope muss gereinigt werden mit dem Kacksauger. Das werden wir natürlich auch machen. Ich meine, wir haben sonst keine Aufträge bekommen und wir warten eh darauf, dass etwas passiert. Und deshalb fahren wir jetzt ganz gemütlich mal runter. So. Moment. So. Zack, läuft die Kiste. Ich finde diesen Roller übrigens sehr, sehr geil. Leider gibt es keinen Blinker oder so. Hm.
Ach cool, das Ding ist auch noch voll. Das ist natürlich sehr nice. So. Auf geht's, würde ich sagen. Ist eine lange Fahrt bis Lope mit diesem Wagen. Ich weiß, man hätte jetzt eigentlich auch ein bisschen warten können. Damit das, ja, ein wenig vorheizt. Aber das Vorheizen an sich dauert ja gefühlt 5 Stunden und deshalb habe ich gedacht, komm, quälen wir ihn lieber bis zum Ultimo und lassen ihn so anspringen. Ich meine, mir war es egal. Dem Motor scheint es auch egal zu sein, weil er ja läuft. Und deshalb mache ich mir da keine großen Gedanken drum, Sorgen oder sonstiges. Und ich glaube, unsere hintere Achse ist noch hochgefahren. Dadurch haben wir diesen schwammigen Arsch hinten. Ich meine, das Fahrzeuggefühl ist schon cool. Also so wie es jetzt ist. Ein bisschen Drift-Action auf der Hinterachse ist cool. Aber auch sehr lebensgefährlich hier auf diesen Straßen. Man muss es sich zutrauen, mit diesem Wagen zu fahren, meiner Meinung nach. Ist sehr gefährlich. Ich meine, viel passieren kann nicht. Das einzige Problem ist, wenn das Ding irgendwo hängen bleibt, bleibt es hängen und es steht da still. Ja, das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn er hängt, hängt er. Weil kein anderes Fahrzeug, glaube ich, in der Lage ist, ihn hier wegzubewegen. Vorsichtig und weiter geht die wilde Fahrt. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, über den Feldweg zu fahren. Ich denke, wir fahren jetzt gleich rechts runter auf die Autobahn und werden das kurze Stück nach Lope über die Autobahn fahren. Ich glaube, dass es dann doch gesünder ist vielleicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob es... Doch, ich würde sagen, es ist gesünder. Passiert. Ist nicht schlimm. Kann sich hier drin auch anschnallen? Tatsache. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, sich in der Karre auch anzuschnallen. Ich hoffe, dass wir um jede beliebige Uhrzeit Kacke saugen können. Weil wenn nicht... Nun gut. Dann halt nicht, ne? Fällt mir auch gerade ein. Was soll denn dann so Schlimmes passieren, ne? Er fährt sich so innovativ mit dieser... Hinterachse, die nach oben geschaltet ist. So, der letzte Gang ist arschlang übersetzt. Und ganz komisch. Aber er funktioniert. Ja, er hat Lichthupe gegeben, weil wir haben das Fernlicht an. Ja, wir haben es sogar noch aus. Machen wir an. Sieht man mehr. Sieht gut aus. Das hört sich wieder an, als ob der Zug einem direkt vor der Nase vorbeifährt. Das ist so gruselig, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, 110 km/h sind wir jetzt gerade schnell. Das ist ganz schön schnell. Und leitet den Wagen zum Drift. Also wenn ich hier nicht gegenlenken würde, würden wir uns drehen. Aber es ist einfach... Ist ein sehr leichter Drift. Ist ähnlich wie Mustang. Der Mustang wird sehr einfach zu bedienen, wenn man ihn driftet.
Fast 120 km/h und wir sind da. Hat man gerade wirklich die Reifen quietschen hören von der Karre? Das ist schon cool. Jetzt muss ich überlegen, von wo wir kommen würden. Ich glaube von hier. Oder? Ja, ich glaube schon. Was ist denn das? Moment mal, Leute. Ich meine, der hatte doch eine Veränderung bekommen, oder? Was sah er da so aus? Was zur Hölle? Der hat einen ganz normalen Motor drin und braucht doch nicht so eine Ansaugung. Okay. Ich meine, es sieht ja geil aus und so, aber... Okay. Haben wir den Schlüssel? Der ballert aber gut, ne? Also kennen wir ihn. Immer noch ein geiles Auto. Sehr geiles Auto, definitiv. So, zurück zur Arbeit. Wir sind ja hier nicht zum Spaß, sondern für die Arbeit. Und deshalb... Und ich glaube, er hier möchte seinen Stuhl entfernt haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, er sitzt auch noch hier. Ja, wunderbar. Ist doch perfekt. So. Wir sehen aber nichts. Das ist weniger perfekt. Das bedeutet, wir werden einmal drehen. So. Guten Abend. Ich sehe zwar immer noch sehr wenig, aber... Ich hoffe einfach, dass wir nicht ins Loch fallen. Irgendwas bewegt sich hier. Okay, abends Kacke saugen ist Kacke, weil man überhaupt gar nichts sieht. Der bräuchte eine Rundumleuchte oder so, das wäre schon nicht schlecht. Oh mein Gott, ich glaube, der Typ ist tot, oder? Der sitzt doch hier. Er sitzt hier in der Ecke, okay, gut. Also ich befreie sie gerne von der Scheiße, die sie hier verzapft haben, aber ich habe keine Ahnung, ob wir das in dieser enormen Dunkelheit von ihnen hier irgendwie hinkriegen. Nur, dass sie schon mal Bescheid wissen. Es ist... Oh.
Ja, wir haben unseren Schlauch gerade in seiner Kackegrube verloren. Das war weniger intelligent, das bedeutet, wir fahren jetzt zurück. Und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist ganz wichtig, dieser Part, weil nun ja. Es ist nicht so optimal gelaufen, wie ich erhofft habe. So eine Scheiße, Leute, ich sag's euch. Fuck. Endlich. Endlich Frischluft. Zack. Und tschüss. Es hört sich irgendwie an, als hätten wir irgendwie irgendwas, keine Ahnung. So, ich hab's. Hinterrad habe ich eigentlich hochgemacht, aber dann geht dieser ganze Drift-Spaß echt verloren. Wenn man sich das mal hier anschaut. Ja, es ist schon geil mit der Karre hier schön lang zu driften. Und es geht auch wirklich federleicht. Ganz einfach. Sehr schön. Es geht aber auch nur, wenn ihr mit dem Lenkrad das Force Feedback ausschaltet. Weil sonst geht das mit dem Lenkrad nicht so einfach. Das Force Feedback in dem Spiel arbeitet schon gut. Aber wenn es aus ist, kann man das Lenkrad schön durch die Gegend schleudern und alles ist easy going. Macht richtig viel Spaß, mit der Karre hier rumzufahren. Übrigens, als VIPler, what the fuck, habt ihr Zugriff auf ein exklusives Emoji, und zwar den Kacksauger. Also alle VIPler können dann in den Livestreams den Kacksauger posten. Und der ist wirklich episch. Oh, ja. Jetzt habe ich aus Versehen eine Zigarette in der Hand. Dann kann ich es auch rauchen. Viel hat uns die Folge jetzt nicht gebracht, außer eine kaputte Scheibe, einen verlorenen Schlauch. Naja, egal, was soll's. War eh nicht wichtig, von daher. Wow. Schön. So muss das sein. So und nicht anders. Muss sich das Fahrzeug innovativ bewegen können. Ja, der Schlauch, der kommt wieder. Das ist das Gute. So, noch mehr Belüftung. Sehr schön. Irgendwann kriegen wir einen Strafzettel wegen Fahrzeug steht mit offener Fensterscheibe an öffentlicher Straße oder so. War einer von euch schon mal bei My Summer Car im Knast? Wenn ja, wie ist es da? Weil ich meine, wir haben ja echt schon viel gemacht und wurden echt oft nicht erwischt. Und irgendwie aus irgendeinem Grund wurden wir bis dato noch nicht in den Knast gesteckt. Das wundert mich tatsächlich sehr. Weil jeder andere wäre wahrscheinlich schon 20 Mal drin. Ich weiß auch nicht warum, aber ich wäre gerne im Knast gewesen in My Summer Car. Um einfach mal zu schauen, ja, was da so passiert. My Summer Car Multiplayer, das ist noch mein Traum, Leute, ich sag's euch. Boah, schöner Drift über das ganze Feld. Kurz drüber gehoppelt, alles kein Problem mit dem Wagen. Das ist uninteressant.
Diese ganzen Hubbel hier vorne wäre für Hildegard das größte Problem. Für uns mit diesem wunderschönen Kacksauger. Leichtigkeit. Schön die Kurve driften. Sehr schön übers Feld gezogen. Ich meine, das ist meine Straße. Mehr als, ich muss meine Straße neu machen, kann ja nicht passieren. Gut, ich war komplett im falschen Gang. Deshalb hört sich das gerade übrigens so komisch an. Ist auch gar nicht dunkel oder so. Ich habe echt gedacht, das wäre dunkler. Ich meine, ich sehe überhaupt nichts, aber es ist überhaupt nicht dunkel. Ah, super. Wunderbar. Dann findet man nämlich hier drin, wenn draußen das Licht leuchtet, findet man hier drin eigentlich auch relativ gut den Lichtschalter. Da war er gerade. So. Oh. So. Türe zu. Hinlegen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part, oder? Weil ich denke mal, heute wird hier in diesem Part nichts mehr passieren. Also ist eher unwahrscheinlich. Ich trinke jetzt noch was. Esse noch was. Trinke was, weil ich durch geworden bin. Pinkel eine Runde. Geh duschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, oder? Weil... Oh. Was? Go to Pussy, Satan. Welch eine gewandte Wortwahl er doch benutzt. Kein Zusammenhang, aber geil. So kennen wir ihn. So. So, wir sind komplett clean. Wir sind ready to take off, so gesehen. Wir werden nächste Folge dann hoffentlich angerufen werden, dass unsere Teile da sind. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen, Leute. Und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.